1952 DKW 350 Dreizylinder. Die singende Säge, so wurde diese Rennmaschine auch genannt, aufgrund ihrer unglaublichen Lautstärke, die, möchte ich fast sagen, heutzutage unerreicht ist. Siegfried Wünsche holte mit der 350er DKW 1953 die deutsche Meisterschaft, also absolut erfolgreich. Die Rennmaschinen von DKW hatten damals geradezu einen waghalsigen Leichtbau. Ja, diese 350er hier ist jetzt mit sage und schreibe 90 Kilo Trockengewicht angegeben. Ja, dieser extreme Leichtbau führte auch tatsächlich zu Problemen, die durchaus gefährlich waren, und zur Ablösung des Ingenieurs damals, vom Herrn Wolf. Ja. Der Motor, natürlich Kern des Motorrades, absolut, ja, ein Dreizylinder Zweitaktmotor ohne Aufladung. Ja, wir haben zwei Zylinder stehend hier links und rechts und ein Zylinder hier, der nach vorne schaut, ja, also ein sogenannter V3-Zylinder-Zweitaktmotor.